Neue Woche, neues Glück, neue Gameswelt, Nachrichten mit mir, dem Pemin, und mit euch. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende, habt vielleicht die neueste Folge Insert Coin gesehen. Wenn nicht, holt das gerne nach. Das war nämlich Folge 666, 666. Da haben wir uns ein kleines Special ausgedacht. Ich sag mal so, wir haben uns sogar geschminkt. Und wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Kommen wir zu den Themen von heute. Es dreht sich um Need for Speed Unbound und dem Multiplayer. Gotham Knights, da gibt's jetzt die Systemanforderungen und der Arena-Koop folgt im November. Nvidia verschiebt seine RTX 4080 und so geht es mit Silent Hill weiter. Wenn ihr auch diese Woche immer auf dem Laufenden bleiben wollt und nichts mehr verpassen möchtet, dann lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Der neueste Need for Speed Ableger Unbound kam ja leider mit seinem ersten Trailer nicht bei allen Fans so gut an. Gerade der Artstyle sorgte hierfür ein paar Kontroversen. Innerhalb eines Blog-Eintrages gab es nun ein paar Infos, wie der Multiplayer aussehen wird. In PvP-Rennen könnt ihr in entsprechenden Lobbys mit bis zu 16 Spielern antreten. Heißt doppelt so viele wie in Payback. Allerdings werden im gleichen Zuge die einzelnen Gruppengrößen reduziert auf 4 Spieler. Innerhalb einer Gruppe könnt ihr aber natürlich auch nach wie vor unter euch bleiben und müsst nicht gegen andere Spieler auf dem Server antreten, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Need for Speed Unbound erscheint dann schon am 2. Dezember für PlayStation 5, die Xbox Series sowie den PC. In wenigen Tagen geht es rund in Gotham Knights. Kurz vor Release gab es jetzt nochmal ein paar interessante Informationen rund um einen Koop-Modus. So wird der Arena-Modus Heroic Assault kostenfrei nachgeliefert und zwar am 29. November, also rund einen Monat später. Der Koop-Modus unterstützt dann bis zu 4 Spieler und lässt euch losgelöst von der Kampagne in 20 Stockwerken gegen Gegnerhorden antreten. Zum Spielen von Gotham Knights braucht ihr dann mindestens einen i5-9600K oder Ryzen 5 3600, 8 GB Arbeitsspeicher, eine GTX 1660 Ti oder RX 590 sowie 45 GB Festplattenspeicher. Was ihr für eine 4K-Auflösung braucht, wissen wir leider noch nicht und auch auf den Konsolen sieht es ein bisschen mau aus. So wird es nämlich keinen Performance-Modus geben, heißt egal ob PS5 oder Xbox Series, euch erwarten 30 FPS. Gotham Knights erscheint dann am 21. Oktober für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Dass Spiele verschoben werden, das sind wir inzwischen gewöhnt. Dass jetzt aber Grafikkarten verschoben werden, das ist neu. Seit ein paar Tagen kommt ihr theoretisch in den Genuss der neuen Nvidia GeForce RTX 4090, zumindest wenn ihr ein paar tausend Euro überhabt, aber das ist ein anderes Thema. Im November sollte dann eigentlich die etwas günstigere RTX 4080 folgen. Eigentlich. Nun hat Nvidia nämlich einen Rückzieher gemacht. Warum, fragt euch jetzt? Ganz einfach, die RTX 4080 sei eine fantastische Grafikkarte, aber sie trägt nicht den richtigen Namen. Zwei GPUs mit der Bezeichnung 4080 zu haben, sei verwirrend. Die RTX 4080 im 16 GB Modell ist aber auf dem besten Weg, am 16. November zu launchen. Die kleinere Variante mit 12 GB wird wohl etwas später kommen und unter einem anderen Namen. Seit geraumer Zeit und auch letzte Woche wieder gab es schon einige Gerüchte, wie es mit Silent Hill weitergehen könnte. Von der ganzen Brodelei in der Gerüchteküche hat Konami jetzt wohl genug und hat kurzerhand Nägel mit Köpfen gemacht. In 2 Tagen, am Mittwoch, dem 19. Oktober, wird es um 23 Uhr unserer Zeit einen Stream geben, wie es mit der Reihe weitergeht. Sind wir mal gespannt, was Konami dann genau ankündigt? So gab es ja ein paar Hinweise auf ein Silent Hill Remake sowie ein paar neue Spiele. Und das war's auch schon wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Wochenstart und dann hören wir uns auch morgen wieder, wie immer um 19 Uhr. Servus!